Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal WOT Kleiner Panzerfreund. Und heute ist es wieder soweit. Ich zeige euch heute ein Gameplay von mir und zwar, ihr seht schon, mit dem KV-85, ein Tier 6 schwerer Panzer, der so wird's. Ich wollte ihn zuerst gar nicht kaufen, weil ich hatte ihn damals auf dem Testserver gespielt, als die Umstellung vom KV-1S auf diesen Panzer kam. Und da war ich mit der negativen Gun Depression, also die minus 3 Grad nach unten, war ich gar nicht glücklich. Jeder kleine Hügel ist euer Gegner. Am besten spielt er sich auf ebenem Gelände oder in der Stadt. Dafür ist aber seine Kanone hervorragend. Und kommen wir gleich zu den technischen Daten, bevor ich euch das Gameplay zeige. Wer die 122er spielt, der ist selbst dran schuld. Also die 100er, das ist die Kanone, die ich auf jeden Fall bevorzugen würde und auch spiele. 170 mm Durchschlag bei 250 Damage, 0,38 Streuung auf 100 Meter und Einzielzeit von 2,7 Sekunden sind sehr gute Werte für so einen Tier 6 Panzer. Gewicht 47 Tonnen, Motorleistung 600 PS, Höchstgeschwindigkeit 34 km/h, ihr seht es ja selbst. Er ist sehr agil, er beschleunigt gut, er spielt sich sehr angenehm. Die Wannenpanzerung ist auch soweit okay, es ist nicht der Brüller, gegen den T-150 würde er in der Panzerung den kürzeren ziehen. Turmpanzerung von vorne mit 100 mm ist auch gut, da ist schon einiges bei mir abgeprallt. Und die tatsächliche Feuergeschwindigkeit, die ich jetzt auf diesem Panzer habe, ist mit 6,41 Sekunden wirklich klasse. Die Sichtweite, naja, es geht. Funkreichweite ist nicht der Brüller, aber es ist zu verkraften, weil mit dem Panzer ist man sowieso immer an der Frontspitze, da wo ich bin, ist vorne. Was habe ich verbaut an dem Panzer? Und zwar einen verbesserten Waffenrichtantrieb, damit ich eben von den 2,7 Sekunden noch etwas nach unten komme. Den Lüfter, der wirkt ja auf die gesamte Besatzung und natürlich den Ansitzer. Munition 30 Schuss normale, dann Unterkaliber 11. Da hat er dann einen Durchschlag von 210, das ist sehr gut. Und HE habe ich 6 Stück auf dem Lager. Ihr seht's, die habe ich rausgemacht, weil auf HE kann ich mich nicht verlassen. Da habe ich schon öfters Probleme gehabt und hat mich sogar schon teilweise der Tod gekostet. Oder das Leben gekostet, ja. Bevor ich aber euch jetzt dieses Gameplay zeige, einen kleinen Aufruf mal wieder an euch. Und zwar, ihr könnt was gewinnen. Ich mache ein kleines Ratespiel. Ich habe mit dem Panzer 1603, das ist ein Abonnent von mir, habe ich 2 Tage lang Tier 4 gespielt. Wir haben uns abgewechselt zwischen dem T40 und dem M8A1. Das ist auch ein Tier 4er, das ist der Gegenpart zu dem amerikanischen T40. Der hat nur einen Drehturm, dafür ist die Kanone etwas schlechter. Jedenfalls haben wir an dem einen Tag 5 Mal den ausgefahren und am nächsten Tag 15 Mal und das sind in Summe 20 Gefechte. Und ich möchte von euch wissen, was glaubt ihr, was schätzt ihr? Wie viel Mal waren wir in den 20 Gefechten in unserem Tier, also in Tier 4? Er müsst es nicht genau erraten, weil es ist nicht ganz einfach. Derjenige oder diejenigen, die am nächsten an den Wert drankommen, die gewinnen was. Und zwar einen Skin nach ihrer Wahl. Das heißt also, wenn ihr sagt, ihr wart x-mal in Tier 4, dann schreibt ihr auch gleich, ich hätte auch, wenn ich gewinne, gern diesen Skin. Und zwar könnt ihr entweder haben den Skin für den E25. Natürlich, das hier, das ist ein gekauftes Skin, ist klar. Aber das hier, das Balkenkreuz, hier die Nummer 0815, das Divisionsabzeichen und hier der kleine Aufschrift, finde ich passend. Das könnt ihr bekommen von mir oder halt den hier, wobei der Skin ist nicht zu 100% von mir. Den habe ich aus dem Internet teilweise von der russischen Seite und habe ihn dann noch etwas aufgepeppt, verbessert. So gefällt er mir halt am besten. Ihr könnt natürlich auch den Skin aus dem Internet laden, aber so bekommt ihr ihn nur von mir. So, den T14-Skin könnt ihr auch bekommen. Der ist auch nicht
100% von mir. Der war sehr fehlerhaft. Anscheinend hatte derjenige, der den Skin gemacht hat, ich weiß nicht, keine Lust mehr. Da waren Fehler drin. Da unten war so ein richtiges Loch drin. Da war so ein Halbkreis drin. Die Dame, die auf dieser TNT-Bombe sitzt, die war nach 90 Grad rechts geneigt, da unten platziert. Dahinter war auch ein Fehler drin da. Und ich habe mich hingesetzt und habe die ganzen Fehler rausgemacht. Und so wie er jetzt ist, kriegt dann auch nur von mir. Dieser Skin ist zu 100% von mir. Und zwar ist es die Wüstentarnfarbe RAL 8020. Ob es jetzt genau das getroffen hat, weiß ich nicht. Ich habe es zumindest mal so eingestellt. Balkenkreuz hinten, hinter Divisionsabzeichen und vorne hier diese Gruselfratze. War auch nicht ganz einfach, so genau zu postieren, aber es ist mal gelungen, finde ich. Den könnt ihr bekommen. Oder hier den T67 mit dem Balkenkreuz, Feuerteufel. Hier diesem Design. Oder mein Lieblingspanzer, den T127. Den könnt ihr auch so bekommen. Oder. Das ist ein Skin, der hat mich etliche Stunden gekostet, weil ich finde, der Panzer sieht rein, wenn man kauft, total hässlich aus. Ist auch Wüstentann-Skin drauf. Balkenkreuz vorne, Original, Divisionsabzeichen der Panzertruppe, die damals in Afrika war. Die Afrika-Palme, auch historisch. Die Turmnummer, hat einem ganz bekannten deutschen Panzerass gehört, ist auch historisch, auch die Aufschrift, wie sie da jetzt gemacht ist. Und es ist nämlich diese Schablonenschrift, nennt sich das. Hier das Balkenkreuz. Das ist, sind zwei Elefanten, gehören zur schweren Panzerabteilung, weil das ist ja ein schwerer Panzer, den habe ich auch drauf gemacht. Ist auch historisch. Diesen Skin könnt ihr bekommen oder wie gesagt den Skin vom KV-85. Da habe ich mal was Nettes aufs Kanonenrohr drauf geschrieben. Hier, das ist auch ein Originalabzeichen, das damals benutzt wurde. Die Turmnummer ist auch historisch, Balkenkreuz und auch hier die Afrika-Palme. Ja, die habt ihr zur Auswahl. Ich würde mich freuen, wenn ihr daran teilnimmt. Ich wiederhole nochmal die Frage. 20 Spiele mit Tier 4 Panzern. Wie viel Mal waren wir beide im Zug, also der Panzer 1603 und ich, das Miegel, in Tier 4? Ja, und das war's jetzt zur Einleitung und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Jetzt schauen wir uns das Gameplay an vom KV-85. Ich bin mit ihm auf Ensk unterwegs. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Ja, ihr seht's. Ich bin mit meinem KV-85 in einem Tier 7er Standardgefecht auf der Karte Ensk. Und ihr seht auch gleich, dass die Farbe im Spiel jetzt etwas abweicht. In der Garage sah sie etwas dunkler braun aus. Aber das ist jetzt die Originalfarbe. So sieht sie im Spiel aus. Kommen wir zum Team. Wir haben hier 1, 2, 3. 4 7er auf jeder Seite. Die Siegeschance beträgt 43%. Los geht's! Und jetzt wollen wir mal gucken, was mir da jetzt in der Stadt blüht. Was ich vorhin nicht erwähnt habe, ich habe bei dem Panzer ein automatische Feuerlöscher eingebaut. Habe ich mir ganze Menge gekauft, als die da im Angebot waren. Für Silber 10.000 hat sich auf jeden Fall schon rentiert. Würde ich auch jedem empfehlen. Man kann natürlich auch ein normales Feuerlöscher einbauen und den dann auf die Leertaste legen. Aber ich habe es einfach gemacht und bin jetzt da auf der automatische gegangen. So, dem habe ich jetzt mal 262 reingedrückt. Jetzt kann ich zumindest sagen. Jetzt kann ich zumindest sagen, okay, ich habe Schaden gemacht, bevor ich auf Platz. Da kommt wieder so ein vorwitziger T1 Heavy. Und dort ist er.
Ihr seht also, die Kanone ist wirklich gut. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ja. Das weiß ich jetzt nicht genau, warum dass ich da jetzt umgestellt habe auf Unterkaliber-Munition, wo der da auf der Seite steht. Ich habe es ja schon mal gesagt, wenn man sich im Nachhinein dann so Gameplay anschaut, dann denkt man als, warum hast du das jetzt gemacht? Jetzt muss der von den Jagdpanther fahren. Den hätte ich nämlich jetzt rausnehmen können. So, und jetzt schieße ich mit Unterkaliber-Munition. Bin ich dann größer? Das muss wehtun. Unglaublich. Ach, guck mal da. Jetzt komme ich nicht in den Dosch. Jetzt fährt der raus. Hoffentlich geht er auch nicht drauf. Er hat ihn tot gemacht. Gut. Schön. 7 zu 8. Habe jetzt 1200 Schaden gemacht. Allerdings wäre jetzt okay. Aber es ist jetzt nicht der Brüller. Sowas zeige ich euch zum Beispiel nicht. Jetzt habe ich doch Arbeitsschutz vor lauter Aufregung. 7 zu 11. Ha, das hat er jetzt wieder gemacht. Ah, das soll mal recht sein. Natürlich wird er jetzt wieder hochgeladen, wahrscheinlich. Achtung. So. 9 zu 11. Hab immer noch Unterkaliber-Munition drin. Oh, oh, oh. Jetzt im Nachhinein kriege ich noch Gänsehaut, was ich doch Geld rausgeblosen habe. Ich bin zwar kein Schwob, aber trotzdem geizig. Der Aal. Ich hätte jetzt, weiß Gott, alles gewettet. Wie kommt denn der jetzt dahin? Der ist doch gar nicht so schnell. Ach, ajo. Habt das gesehen? Die Artillerie. Der Teufel soll sie holen. Das ist ein Traum. Die Kanone ist ein Traum. Das war dich. Ist mir jetzt egal. Zack. Habt das gesehen? FV304. Was macht denn der Tiger? Jetzt haben wir noch drei Artis im Spiel. Die sollen die Schwindsucht kriegen. So, und der arme Tiger. Together. Ja, ja, der hat schon recht. Also fahren wir jetzt zusammen durch die Stadt. Seht ihr da hinten? Das war die Artillerie. Ich habe zwar noch 567 Strukturpunkte, aber ich muss euch glaube ich nicht sagen, dass ein GW Panther oder ein Hummel mir ganz schön Eisetzei heizen können. Und da ist es schon eine kleine Fratze. Ja, der hat sie rausgenommen. Da zeigt man. So. Der Tiger ist wieder gierig, muss wieder vorfahren. Und die Hummel ist im Knick, da hinten. Seht ihr das? Clever wie ich bin, fahre ich außerum und schieße neben drauf. Das war klasse, oder? Ja, aber ich mach mal, ich bin jetzt ganz locker. Unglaublich. Der arme Tiger ist tot.
Die Hummel. Ja, ich mache immer wieder zwischendurch auf freie Kamera-Ansicht wegen dem Ruckle. Dort hier auch Wargaming ist bestritten. Es wird an dem Mods liegen und Gott weiß wo. Jetzt haben sie es zugegeben, dass jetzt mit dem Update 09.6 das Ruckle weg sein soll. Also liegt es doch nicht an dem Mods. Da ist sie. So, was macht man jetzt? Jetzt fährt man am besten davor an die Eck und lässt sich von der Hummel zusammenschießen. Das macht man ganz gewiss nicht. Also die Hummel ist jetzt nicht mehr auf. Also bin ich auch nicht mehr auf. Ich spreche jetzt mal Hochdeutsch. Also was mache ich? Ich fahre jetzt da durch das Gässchen da. Der mit der Hummel ist gelb, also ein Noob ist es ganz gewiss nicht. Der lauert jetzt, so hoffe ich, an der Ecke und warte drauf, dass ich vorfahre. Aber nicht mit mir. Habt ihr das gesehen? Da sehe ich das noch. Er hat direkt da an der Ecke lauert. Und ich habe ihn jetzt von hinten Eulauf gegeben. Naja, ich habe das Spiel gewonnen als an sich überlegende. 6 Abschüsse, 3308 Damage. So Spiele zeige ich euch. Was anderes zeige ich euch gar nicht. Also, wir sehen uns jetzt oder wir hören uns jetzt bei der Auswertung. Also bis gleich. Ja, hier sind wir jetzt bei der Gefechtsauswertung. Ich habe für diese Leistung das Panzerass bekommen. Dann hier 3 die Mickey Maus Medaille, die will ich aber jetzt gar nicht erläutern. 60.000 Credits roundabout und das Großkaliber und der Krieger. In der Teamauswertung bin ich mit 3308 Damage und 6 Abschüssen und 1561 Grunderfahrungspunkte auf Platz 1. 21 Schüsse abgegeben, 19 getroffen, 16 durchschlagen, 3 Schüsse habe ich selbst kassiert, 2 sind durchgegangen, einer ist abgeprallt, 110 Damage hat die Panzerung geblockt. Ich habe 3 Gegner gespottet, ich habe 3 Panzer beschädigt, 6 zerstört und ich habe nochmal zusätzlich 502 Damage Spotting bekommen und bin 2,42 Kilometer gefahren. Ja, was habe ich denn jetzt netto verdient? O Schreck, o Graus, nur 6749. Und warum? Weil ich wie Größes mit der Premium-Munition rumgeschossen habe und habe wieder vergessen umzuschalten. Warum, dass ich auf den Churchill mit Premium geschossen habe, ich weiß es nicht mehr. Der ist ja an der Seite rausgefahren oder auch gestanden. Ah ja, da hat man oft dann Bedenken, kommt da jetzt da noch mehr raus oder wie ist es? Da schaltet man besser mal um, weil ich war ja da alleine. Ah ja, es gibt viele Gründe. Hinterher dann sieht man dann, ach Gott, was hast du denn da gemacht? Ist mal immer schlauer, ich habe schon ein paar Mal gesagt. Letztendlich war es ein Sieg, obwohl es ja teilweise gar nicht da nur ausgesehen hat. Ich habe das noch mal wenden können. Hab mit einer Freude die Artillerie gekillt. Und allein das war mir schon wert, das Geld auszugeben. Ich kann euch noch einmal bitte animieren, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Es würde mich freuen, wenn er euer Prognose abgibt, wie viel ich ein Tier 4 war. Wie gesagt, es gibt hier auch einen Skin zu gewinnen. Nennt den auch gleich mit. Ich möchte es nämlich nicht dann nachfragen, wenn ihr denn gewinnt und dann noch einmal E-Mail schreibe, was für ein Skin hättet ihr denn? Schreibt's bitte gleich drauf und dann geht es auch problemlos von der Abwicklung her. Ich würde mich natürlich wieder über Kommentare freuen, wenn ich auch jetzt nicht auf jeden Kommentar antworte. Ich lese wirklich jeden versprochen. Und ich würde mich auch über Likes freuen und über weitere viele treue Abonnente. Verabschiede mich mit einem lieben Gruß und viel Erfolg bei World of Tanks und man sieht sich entweder auf dem Schlachtfeld oder beim nächsten Gameplay. Tschüss!